Ja, wir sind heute gegen 11.30 Uhr, kurz danach, von der Schule informiert worden, dass drei Schüler eine verdächtige Gestalt gesehen haben, ein Mann, schwarz gekleidet, möglicherweise bewaffnet. Und da mussten wir natürlich davon ausgehen, dass hier eine Bedrohungslage in irgendeiner Form stattfindet und haben dann sofort mit sehr starken Kräften die Schule aufgesucht und haben dann die Schule durchsucht letztendlich, haben auch Spezialkräfte hier gehabt. Im Ergebnis momentan, so können wir jetzt sagen, wir konnten niemanden antreffen, wo auf die Schilderungen der Schüler so gepasst hätte. Es ist auch niemand in die Schule eingedrungen, es ist auch keine Straftat passiert. Den Kindern ist nichts passiert, das ist ganz wichtig. Natürlich hat es eine Weile gedauert, bis wir unsere Maßnahmen durchgezogen haben. Zur Sicherheit der Kinder sind wir da sukzessive vorgegangen und jetzt im Ergebnis kann man sagen, man kann Entwarnung geben, es ist nichts passiert. Wir müssen natürlich noch mit den Kindern ganz genau sprechen, um zu verifizieren, was war denn genau, was haben sie gesehen. Das läuft jetzt momentan alles noch. 450 Schüler insgesamt, das ist eine Grund- und Hauptschule. Etwa 300 Grundschüler und 150 Hauptschüler. Momentan werden die Kinder evakuiert. Damit wurde gegen 14 Uhr begonnen. Sie werden jetzt hier im Stadthaus natürlich den sorgenvollen Eltern zugeführt und die können dann nach Hause gehen. Für die Eltern hatten wir hier in diesem Haus eine Betreuungsstelle eingerichtet. Zum einen war unsere Betreuungsgruppe, die polizeiliche Betreuungsgruppe vor Ort und natürlich auch der Rettungsdienst, das DRK hat uns da unterstützt und die Stadt natürlich, sodass die Eltern nicht auf sich alleine gestellt waren. Wir müssen immer von einem Ernstfall ausgehen und natürlich gehen wir mit der nötigen Ruhe und so wie wir es gewohnt sind und auch beschult sind, so gehen wir vor. Das ist ganz wichtig, aber wichtig ist genauso, dass wir die Sachen auch ernst nehmen und auch wenn es sich am Anfang vielleicht ein bisschen unwahrscheinlich anhört, nein, wir müssen von einer Bedrohungslage ausgehen und daran orientieren wir unsere Maßnahmen. Ich bin zufällig hergefahren und habe gefragt, was los ist und habe dann erfahren, dass hier Amok-Alarm ist und bin natürlich ziemlich verschrocken und schnell parkt und hierher gekommen und bin jetzt froh, dass ich Mühe habe.